In der heutigen Folge bauen wir ein merkwürdiges Tor. Begeben wir uns in Gefahr und beschwören einen Altar. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Major. Ich bin dann gesagt Safetech Ages. Ich bin auch im etwas alten Projekt. Wir haben letzte Folge ja hier diesen komischen, lustigen Tisch gemacht, den Hellfire Forge. Dafür brauchen wir, um eben halt ein Tartaric Gem zu machen, brauchen wir natürlich erstmal eine Möglichkeit, um überhaupt an diesen Gem zu kommen. Und dementsprechend müssen wir, das habe ich völlig verdrängt, gerne verdrängt, nachdem ich dann geguckt habe, meinen alten Folgen von Minecraft Mage, deswegen kam ich ihm auf Mage, brauchen wir eine Trommel, und zwar ein Snare. Einen Rudimentary Snare. Den können wir machen aus Strings, aus Zinn, Ingot und aus Asche. So, Asche wissen wir, wie es geht. Da können wir da erstmal wahrscheinlich ein bisschen mehr von machen. Wir brauchen Strings, die haben wir irgendwo hingeschmissen, das weiß ich ganz genau. Haben die noch irgendwo einen String? String, strong. Sind alle aufgebraucht? Nice. In der Tat. Okay. Cannot be repaired. Ich glaube, der geht jetzt heute drauf. Ja, schade. Schade, 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 Schokolade. So, pass auf, da müssen wir uns nämlich nochmal einen neuen bauen. Einen Workblade. Wo bist du? Da. Da brauchen wir Flaked Flints. Habe ich noch irgendwo? Nee, ne? So, Flaked Flints bekommst du, wenn du quasi das hier auf Stein schmeißt, ne? War das nicht so? So, und noch einen, komm. Bitte, bitte, bitte. Du kommst auch nicht jedes Mal, ne? Na gut, okay, alles klar. So, wir haben das und wir brauchen noch Leder. War dem so? Genau, das heißt, wir müssen Leder und Plant Fiber machen. Ah, geht auch nur mit Plant Fiber. Sehr fein, sehr fein, sehr fein, sehr fein. Spart mir ein bisschen Leder. 3 Stück. So, dann kannst du nämlich mir einfach bitte nochmal helfen. Sehr schön. Und dann geht es hier nochmal weiter mit ein paar Strings, weil die brauchen wir auf jeden Fall. Ohne die kommen wir hier nicht vorwärts. Das ist der große Nachteil dabei. Aber macht gar nichts. So, da haben wir nochmal. Du kannst. Oh, ich hätte sogar noch welche gehabt, hätte ich gar keine machen brauchen. Schön, Gerd. Ganz toll. Ganz toll. Ganz toll. So, pass auf, da müssen wir nochmal Snare machen. Nicht näher. Ach nee, brauche ich gar nicht. Du kannst weg. So. Asche und Zinn. Haben wir noch Zinn hier? Jo. So, dann können wir nämlich 4 Stück. Reichen die? Ich würde sagen, nein. Schon ein vergeudet. Herzlichen Glückwunsch. So, komm mal her. Wir brauchen nochmal einen Zinnblock. Nee. Nee. Halt. Da kommst du drauf, ne? Habe ich den Hammer hier noch irgendwo? Den habe ich, glaube ich, drin, ne? Ich brauche einen Hammer. Und dich brauche ich, genau. Denn damit kann ich den ja einmal klein hämmern. So, dankeschön. Warum hat das so lange gedauert? Alter. Okay. Okay. Kriegen wir noch einen hin? Nein, habe ich zu wenig Strings zu. Okay, gut. So, jetzt haben wir hier ein Problem. Wir haben noch Tag, ne? Jetzt müssen wir erstmal warten, bis es wieder Nacht wird. Dann kannst du hier hin. Dann können wir ja auf dem Wege mal gucken. Hunt or be hunted. If you need to find hostile mobs, use the hunting dimension. Craft the portal frame just like you would the nether portal. Ah, okay. Light it using a vanilla sword and sneak in the portal to enter. Wie heißt das Ding? Hunting Dimension. Hunting.
Hunting. Wie wird das gemacht? Okay, Holzblöcke und ein Steinschwert. Holzblöcke haben wir, Steinschwert machen wir. Kriegen wir auch ganz locker easy hin. 1, 2. Daran soll es nicht scheitern, würde ich sagen. Dann gehst du hier einmal rum. 4 Stück. Ah, lol, ich brauche mehrere, ne? Ich baue das mal lieber etwas weiter weg auf. Okay, man kann es zumindest abbauen, das ist schon mal gut. So, man soll es aufbauen wie ein Netherportal, ja? Dann machen wir das doch glatt, Mann. Plopp. So, brauchen wir auch noch ein paar, wa? Alter Schwede, ey. Da brauchen wir doch glatt... noch ein bisschen. Ich bin gerade nebenbei am Rendern, deswegen könnte es passieren, dass es ein wenig ruckelt. Bitte nicht wundern. Ist normal. Und zwar bin ich gerade am Rendern die Folge von gestern. Tatsächlich. Holz war draußen. Genau, die Folge von gestern ist gerade am Rendern hier und ich nehme mal alles mit. Und deswegen da bitte nicht wundern. Ich habe hier nämlich auf dem Rechner 2 Sachen auf einmal laufen. Einmal den Server. Zack. Und einmal die Renderung. Renderierung tatsächlich. Und Aufnahme. Und überhaupt und sowieso. Ja. Sehr schön. So, und wenn ich jetzt das Schwert nehme. Wir haben etwas Komisches getan. Ich weiß noch nicht was, ob das wirklich so komisch ist. Die Sache ist, wenn ich jetzt in die Dimension gehe, ich würde, glaube ich, gerne vorsichtig sein und würde mir, glaube ich, die wichtigsten Klamotten hier behalten. Jo, das machen wir auch. Das heißt, ich baue mir mal nochmal ganz schnell, damit ich nicht jedes Mal reinrennen muss, ganz schnell eine neue Kiste. Und baller hier einfach erstmal alles das, was ich als Inventar habe, rein. Für den Fall, dass ich dort den Arsch hochmache. Um es mal so dezent auszudrücken. Na, ich nehme die lieber mit. Ich weiß nicht, ob ich die brauche. So, dann würde ich die, glaube ich, nochmal reparieren. Ich habe nämlich die ganze Zeit gesehen, man kann Werkzeug reparieren tatsächlich. Gut, ne? Quasi wie bei, sag schon mal, Tinker's Construct, dass man da einfach hingehen kann und sagen, ich lege Steine rein und dann läuft das. So, pass auf, was zu essen habe ich dabei, ich habe keinen Schutz. Okay. Tschüss. Ich will es versuchen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich gleich gnadenlos verrecken, aber macht gar nichts. Oh je. Und der Server arbeitet im Hintergrund. Alter Schwede. Woo. Sie baut sich viel zu langsam auf. Ah ja. Hilfe? Ey! Okay, du warst der falsche Mob. Ich möchte, glaube ich. Alter. Lass mich leben. Bitte, lass mich leben. Bitte, bitte, bitte. Hier ist ja was los.
Hallo? Wo seid ihr denn? Oh, schon wieder so ein Teil. Nein! Kann ich nicht einfach nur ganz normale Monster hier haben? Die müssen doch irgendwie einen Effekt kriegen. Ey, ich kriege hier die Krise. Oh oh. Lass mich bitte weg. Wieso kriegen die denn keinen Effekt? Hallo? Lass mich weg. Bitte, bitte, bitte. Eigentlich hätten die einen Effekt bekommen müssen. Aber irgendwas ist hier gerade nicht ganz koscher. Ich weiß nicht warum. Denn mit diesen Snare-Dingern. Jetzt gehe ich hin und her, oder was? Mit diesen. Ja, geil. Mit diesen Effekten, also mit diesen Snare-Dingern, bekommen die Mobs eigentlich Effekte, spezielle Effekte. Und dann ist es so. Alter, ich war kurz vor tot, ne? Ohne Witz. Es ist wirklich so. Und dann droppen die eigentlich ein Gem. Aber das haben sie nicht gemacht und das finde ich doof. Das heißt, ich habe das alles komplett umsonst gemacht. Nicht schlecht. Gut, dann würde ich vorschlagen, ich mache hier erstmal einen ganz kurzen Schnitt und werde mir den ganzen Quark nochmal neu craften müssen, ob ich das will oder nicht. Und brauche dafür nochmal Bone Meal. Alles klar, wir sehen uns gleich wieder. Ah, jetzt haben sie hier diesen Effekt, okay. Und jetzt kann ich das machen. Also mittlerweile ist auch bei uns Tag geworden. Hallo? Wow. Ich hasse sie. Ohne Witz, ich hasse sie. Die alten Scheiß-Creeper. Geht das mit den Skeletten gar nicht? Okay, dann geht das damit gar nicht. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, einer reicht uns erstmal, denn damit können wir weitermachen. Wir gehen erstmal ganz schnell pennen. Um eben einfach Tag zu haben. Ah, hi. Du kannst nicht schlafen gehen, weil da kommt so ein Spacken an. Ey, ohne Witz, das ist eine teure Angelegenheit, ne? Dieser Blutaltar ist echt eine teure Angelegenheit. Muss ich ja wirklich mal so sagen. Alter Braten. Nicht schlecht. So, jetzt hoffe ich, dass hier nicht wieder ein Creeper kommt. Weil bisher habe ich immer das große Glück gehabt, dass wenn ein Creeper in der Nähe gewesen ist, dass meistens nochmal einer hinterher geeiert ist. Und hier ist schon wieder so ein Loch, ey. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Weil jedes Mal musste hier flicken wie ein großer. Ich weiß auch nicht, wo die Viecher immer herkommen. Mit einmal, du guckst dich um, alles frei. Da ist nur so ein Skelett. Guckst dich um, alles frei. Das müssen wir nochmal wegmachen, sonst macht er uns weg. Und dann ist auf einmal so ein Creeper in deiner Nähe. Steht neben dir und sagt so, ey, hi, ne? Hallo? Und dann sagt er zu dir, weißt du, was ich jetzt mache? Ich befördere dich mal nach Timbuktu. Und das nervt so mit diesen Creeper-Viechern, weißt du das? Das ist so ungemein am Nerven. So, wie viel Will hat der? 1,74, das ist cool. Weil wir brauchen einen. Einen Will brauchen wir, damit er eben diesen Pretty Tartaric Gem macht. So, wir haben diesen Pretty Tartaric Gem. Jetzt haben wir von diesem 1,74 nur noch einen. Ich hätte ja gerne noch ein bisschen mehr gehabt, aber da war der Willen von diesem Zombie nicht ganz so groß gewesen. Aber das ist machbar. So, pass auf, jetzt können wir quasi diesen Tartaric Gem können wir jetzt füllen. Den müssen wir füllen mit. Ja. Mit dem Willen anderer. Das heißt, wir können den nicht zusammen craften. Okay. Warte, wie war das gewesen? Wir können damit etwas tun. Und zwar, ach, wir brauchen. Haha. Ja. Eisen. Black Quartz Sword. Damit geht das auch. Wo kriegen wir die Quarz-Ohrs her? Alles klar. Oh,
Aber wir brauchen definitiv. Oh, das ist natürlich doof, ne? You don't know? Ja. Eigengrütze. Okay, dann können wir damit noch nicht wirklich was machen. Schade auch. Ich hatte echt die Hoffnung gehabt, dass wir damit schon weitergehen können. Okay, dann buddeln wir den erstmal hier ein. Ja, komm. Nerv nicht. Die sitzen hier immer fest. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, diese Büsche sind eine richtig geile Zombie-Abwehrmaschine. Ja, ist wirklich so. So, du kannst damit rein. Ein Klumpen auf... So. Weiter im Takt. Wo habe ich denn das hingepackt? Hier, Demonic Will. So, wir wollten uns einen Blutaltar bauen. Das war nämlich der Hintergrund. Für diesen Blutaltar... Alter... Brauchen wir einen Demonic Will? Den haben wir. Wir brauchen zwar einen Bronze-Ingot. Das ist schön. Dann können wir den restlos verwerten. Das ist immer richtig geil. Zweimal Bronze. Wir brauchen... Was brauchten wir noch dafür? Zweimal Stein und einen Furnace. Okay, läuft. Dann können wir sie mit dem Blutaltar bauen. Richtig cool. Zweimal Stein und einen Furnace. Richtig? Viermal Stein. Aber jetzt, Freunde. Aber jetzt, wir haben den Blutaltar. Woo! So, das hätten wir. Dann können wir weitergehen und diesen Apfel bauen. Ein Apfel, das ist natürlich auch cool. Remove your step up. Ach was. Okay, der schaltet, also wenn wir diesen Apfel jetzt machen, schaltet der quasi diesen stufenautomatischen Hoch- und Runterlaufer. Hier dieses Ding, weißt du? Normalerweise kannst du das ja machen, indem du in den Controls hier oben dieses Auto-Jump-Off stellst. Ne? Normalerweise. So, das ist jetzt hier eine Mod. Die Mod, die hier drin ist, das macht er automatisch, kannst du quasi mit diesem Apfel abbrechen. Jetzt ist die große Frage. Ich baue den Blutaltar. Ich glaube, am sinnvollsten hier auf. Okay, das heißt, wir brauchen, müssen jetzt Blut reinmachen. Blut machen wir rein mit dem Sacrificial Dagger. So heißt dieses Ding. Dafür brauchen wir wieder zweimal Bronze und ein Sharpbone. Sharpbone? Habe ich den noch irgendwo hier rumfliegen oder habe ich den weggeschmissen? Ich habe doch glatt noch einen da. So, brauchen wir noch zweimal Bronze. Die letzten beiden. Sehr cool. Ich habe doch hier draußen auch irgendwo so ein Crafting Table. Müssen wir nicht jedes Mal reinrennen. Ohne Witz, ich brauche einen ganzen, ne? Zu früh gefreut. Zu früh gefreut. Was noch? Dann können wir den hier einfach mal... Den schmeißen wir weg. Später, Peter. Ich muss mir, glaube ich, hier mal so ein Geländer anbauen oder so, dass ich da nicht andauernd runterfalle. So, das heißt, wir machen hier nochmal ganz flugs einen neuen. Dankeschön. Hallo. Genau der falsche. Komm. So. Dann können wir den einmal basteln. So, mit diesen Dingen. Sanguine 17 nehmen. Ach was. Blood Magic. The Alchemist. The Architect. The Demon King. Und The Ritual Master. Ah, cool. Da wird dir also nochmal erklärt, wie Blood Magic funktioniert. Wie geilo. Ja, das ist okay, würde ich sagen. Sehr cool. Alles klar. Läuft. Da haben wir ein neues Buch bekommen. Damit können wir leben. So, pass auf. Wir müssen jetzt einmal den Blutaltar füllen und brauchen dann quasi diesen Apfel. Wie heißt das Ding? You can use Blood Apple of Loftly. Das heißt, wir müssen jetzt einmal den Apple of Loftly. Und dafür brauchen wir 1500 Life Points und einen Apfel. Okay, das heißt, wir pieksen und jetzt wie gewohnt
einmal in den großen Fuß. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns damit nicht selber killen. Denn wenn wir das nämlich tun, haben wir zu viel abgezwackt. Das ist halt einfach so. So, pass auf. Dann können wir hier das Ding nochmal reinschmeißen. Habe ich jetzt hier noch irgendwo einen Apfel oder habe ich die mittlerweile alle gefressen? So wie ich mich kenne. Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, so wie ich mich kenne, fresse ich da eigentlich immer alles auf. Wildberries, ja, nice. Die können wir auch nehmen. Wir brauchen aber nochmal ein Brot, weil das Brot ist nämlich am effektivsten. So, jetzt schmeißen wir den Apfel da rein und du siehst einen tollen Effekt. So, und daraus wird jetzt quasi dieser blaue Apfel. Diesen blauen Apfel, wenn ich den dann essen würde, würde mir dieses Auto-Stepping quasi verloren gehen. Dieses Teil. Jetzt würde ich fragen, oder möchte ich fragen, ich hau mal oben rechts in die Ecke rein, eine Abstimmung. Diese Abstimmung besagt, ess diesen Apfel, ess den Apfel nicht oder bewahre ihn bis Ende Stage 1 auf, muss ich sagen. Weil wir müssen noch ein bisschen erkunden und zum Erkunden ist das natürlich sehr hilfreich, wenn wir hier automatisch hoch und runter rennen können und nicht jedes Mal dann die Leertaste drücken müssen zum Beispiel. Das macht natürlich schon Laune. Ja, wenn ihr dafür seid, dass ich den jetzt esse, sprich in der nächsten Folge, macht das mal, genau, schreibt das mal rein, beziehungsweise oben rechts, wie gesagt, ist die Abstimmung, wie ich mich dafür entscheiden soll. Ich danke fürs Zuschauen, euch noch einen schönen Tag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann, tschüssi!